Und eines steht definitiv fest. Hier beim Großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente. Alles das wird Sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pace erwarten. Ein ungewöhnliches Rennen gegen den Uhrzeigersinn hier in Interlagos, wo die Fans auf den Tribünen bei insgesamt 15 Kurven auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke überragende Sicht haben. Das Senna S, die Reta Oposta, das berühmte Infield und die Zielgerade, wo man 17 Sekunden auf dem Gas bleibt, sind die Herzstücke dieser traumhaften Strecke. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Reden wir über Richter. Was für eine grandiose Saison haben wir von Ihnen gesehen. Der Sieg ist hochverdient und da Sie den Titel bereits in der Tasche haben, können Sie völlig unbeschwert in dieses Rennen gehen. Das haben Sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass Sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Richter startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Ocon, Nico Hülkenberg und Verstappen. Bottas, Raikkonen, Perez und Kevin Magnussen. Alonso, Sainz Jr., Pierre Gasly und Ericsson. Hartley, Leclerc, Sergei Sirotkin und Stoffel van Dorn. Stroll und Romain Grosjean startet aus der hintersten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. Ja, eine WM gibt es immer noch zu gewinnen, und zwar die Konstrukteurs-WM. Und damit ein herzliches Willkommen zum vorletzten Rennen in F1 2018. Herzlich willkommen zum Großen Preis von Brasilien. Wie gesagt, so viele Punkte wie möglich heute mitnehmen und dann in Abu Dhabi alles unter Dach und Fach bringen. Und dann eventuell sogar mit einem neuen Motor, je nachdem, wie das Rennen läuft dort. Letzte Saison wieder von Pole 4 gefahren. Diesmal wollen wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne tun. Gut, gehen wir rein ins Rennen, oder? Ja, machen wir. Platz 1 und 6 sind unsere Ergebnisse. Gut, dass die Strecke relativ kurz ist. Mal gucken, wie viel Ferrari heute. Egal wie das Ding hier heute ausgeht, heute kann noch keine Entscheidung fallen. Eine Vorentscheidung, ja, aber keine definitive Entscheidung. Das wird bei Ferrari ausscheiden. Ja, das wird beide Ferrari ausscheiden und wir das Ding gewinnen, wären es in Anführungszeichen immer noch 39 Punkte Vorsprung. Aber dann wäre in Abu Dhabi das Ding klar. Wie der Fall sollte bei der Ferrari ausscheiden. Wäre das gut, hier dicke Punkte zu holen und dann in Abu Dhabi mit einem, selbst dann, unabhängig zu sein, mit nur ein paar Pünktchen das Ding klar zu machen. Aber darauf spekulieren wir mal nicht. Wir wollen das Ding hier auf jeden Fall gewinnen. Und auch dann in Abu Dhabi definitiv einen Rennsieg holen. Aber das wirklich schaffen, das sehen wir dann auf jeden Fall erstmal jetzt gleich. Und dann ansonsten nächste Woche zum Abschluss nochmal. So, jetzt müssen natürlich erstmal alle Autos stehen. Gleich. Herr Grosjean steht am Ende des Feldes. Der wird sich jetzt gleich noch anstellen hinter dem Williams. Hinter dem McLaren und dem noch dem zweiten Williams. Sauber, Torus. Sauber, das sind die Team. Aber darauf spekulieren wir jetzt nicht. Es geht gleich los, liebe Leute. Vorletztes Rennen der Saison. So, der Angriff von Lewis Hamilton schon in der ersten Kurve. Aber der Vorteil ist, dass wir jetzt gleich hier nochmal die Innenbahn haben. Also können wir nochmal kontern und bleiben vorne. Und Ocon ist vorbei an Vettel.
Oberstdorf. Das ist ein ähnlich hartes Rennen wie letzte Woche in Mexiko, wo es wirklich extrem hart wurde. So, wir sehen auf jeden Fall klar, es war vorne. Wie gesagt, Idealfall holen wir uns natürlich die volle Punktzahl hier. Die 25 werden Punkte. Einer ist mitgekommen, das ist der Hamilton. Rundchen nehmen wir uns an, genauso wie in Mexiko. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall erstmal ab. Das ist erstmal wieder in Anführungszeichen ein relativ ruhiges Rennen, wäre natürlich schön. Wir gehen schon in die erste, in die zweite von 18 Runden jetzt mit einem gewissen Abstand. 1:16:05 die erste Zeit gesetzt gegen Lewis Hamilton. Der scheinbar, glaube ich, mit knapp 1,5 Sekunden hinter uns. Ich habe es nicht auf die Zwischenzeit gehabt. Also Ocon auf jeden Fall auf 3. Dann ist erst Sebastian Vettel. Also wie gesagt, egal wie das Ding ausgeht heute, wir können hier noch nicht den Konzentration durch. Wir können hier eine Vorentscheidung holen, aber definitiv noch nicht den Titel. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Rechnen will ich erst dann, wenn es wirklich. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Brauchen wir nicht. Die kinetische Energie gerade. Wir müssen. Der einen Ärger macht gerade. MUK. Wieder, wir wollen natürlich erstmal hier das Rennen jetzt arbeiten. Eventuell mit einem neuen Motor in Abu Dhabi doch mal angreifen wollen. Das Getriebe sollte uns keinen Ärger machen. Das haben wir nämlich durch. Das ist mal. Oh, wir können richtig abwechseln. Das hat sich schon im Training und im Qualifying angedeutet, dass wir halt die heißesten Favoriten sind. So, das wird definitiv eine neue Bestzeit werden. Als 11.7. Der ist jetzt mittlerweile aktiviert. Auf den Softreifen sollten wir gleich schneller sein als die Konkurrenz. Ja, da ist der Rutscher, fangt schon natürlich an mit 20% auf dem Reifen. So, Kott kommt wieder dran, ein bisschen an Hamilton, also der kann sich nicht mehr so weit absetzen. Und ich hoffe, dass der irgendwann, dass der Hülkenberg sich gleich irgendwann den Vettel kassiert. Umso mehr Punkte durch. Wir sind erstmal weg vorne. Klar, keine Bestzeit werden. Dafür sind die Reifen sind mittlerweile schon zu runter. 5,8 für Teammate, also Spaß das hatten. 3,3 der aktuelle Zwischenstand. Vorsprung auf Lewis Hamilton. So, 4 Runden haben wir gefahren. Sind jetzt in der Runde 5. Seit Mexiko war ein arg enges Rennen. Da war ich gearbeitet heute. Erster Ausfall. Bin jetzt kein VSC oder so. Das war zumindest mal kurz gelb. Dann ist es Ocon. Und das ist natürlich. Und das sollte man tun, nicht lassen, solche Situationen. Konzentriert bleiben sollte man auf jeden Fall auch. Ich denke, es frisst aber auch Reifen. Ich dachte, er muss eigentlich den Boxenstopp an. 3 Runden. We're approaching the
pit window, you'll be on the softs. Das ist natürlich nicht, dass der Hamilton, dass der Ocon da seine Probleme bekommen hat, weil Vettel habe ich wieder auf 3 ist und quasi 3 Punkte mehr aufholt. Und 3 Punkte können am Ende sehr, sehr wichtig sein, was das Endergebnis in Abu Dhabi betrifft. Ja. Virtual Safety Car, Virtual Safety Car, reduce speed immediately and keep a positive delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ist natürlich jetzt scheiße, das mit dem Safety Car. Wenn mir das die komplette Strategie gerade zerfrisst. Das hat mir nämlich das Rennen fast im Links gekostet. Dann gehen wir nämlich 2 Runden früher in die Box. Machen den Change. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Go, go, go. Natürlich fallen wir jetzt richtig weit zurück, momentan auf 18 liegen. Jetzt kommt noch Grosjean vorbei, sind wir 19. Aber jetzt haben wir natürlich den Change gemacht, muss man natürlich machen, das Schiff von Dornen. Dann kriegen wir den Links noch bekommen, dann bekommen wir Grosjean noch wohl, nee, kann man nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder das komplette Feld durcharbeiten. Aber haben zumindest ein bisschen was zu tun jetzt gerade in den nächsten Runden. 12 Runden haben wir jetzt auch bei uns. Aber wir haben schon die neuen Reifen drauf. Mal gucken, wie weit es schon nach vorne geht. So, Angriff gegen Romain Grosjean. Den Angriff tun wir mal. Wir machen mal auf jeden Fall vorbei schon am Haas. Nächste wäre unser vielleicht neuer Teamkollege Lance Troll. Also der. Ja. Zu wem es gehen werden, aber wie gesagt, der neue Teamkollege der neuen Saison wird wahrscheinlich George Russell werden, weil wir den wahrscheinlich gut ersetzen werden. Das muss man einfach mal gucken dann. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen arbeiten. Wir dürfen nicht zu weit zurückfallen, sondern eher ein bisschen vorarbeiten. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht an den Autos dann irgendwas kaputt fahre, unnötigerweise. Weil die Wechsel kommen jetzt nämlich gleich. Deswegen habe ich auch den Wechsel schon gezogen auf dem während des Safety Cars, also während des VSC. Ich hab mir in Mexiko genauso, da hat es wie gesagt das komplette Rennmann zu fressen, diesmal mit drauf reagiert. Weil der da sein Auto ja abstellen musste mit einem Motorschaden. Jetzt haben wir vor uns Stroll, Hardley und Sirotkin, wenn ich es richtig sehe. Stroll, da hat er wieder eine Verbremser drin oder der Motor macht schon wieder ein bisschen Macken. Ja, das kann ja halt da werden dann bei Williams. So, kann man natürlich DRS, das ist das Gute. Und das erste kleine Grüppchen geht rein. Und dann sind wir vor Lewis Hamilton und Vettel. Aber wir haben die Aufgabe geschafft, die wir haben wollten. Das heißt nämlich vor Vettel und Hamilton. Also sind wir eigentlich auf 1, weil alles, was jetzt vor uns noch drin kommt, war jetzt noch nicht in der Box. Das ist gerade jetzt ein bisschen böse, die Kram. Ich weiß, dass ich an dem Stroll nicht vorbeikomme. So, Angriff gegen Lance Stroll vorbei am Williams.
Oh ja. Max ist in der Box. Max ist in the pits. Max in the pits. Und wir haben ja sogar noch DRS, das heißt, wir könnten das jetzt nicht durcharbeiten. Ja, alles passiert natürlich noch nicht. Jetzt geht jetzt in die Box. Sirotkin war noch nicht, der ist momentan auf P4. Also sind wir noch 5. gerade. Dass sich nicht vom Vettel angreifen. Wenn natürlich mir jetzt. Diese Wohnmanöver haben mir natürlich gezeigt, dass ja, es gab eine Berührung. Das weiß ich auch. Was wir tun, ist gucken, dass ich an den Williams vorbeikomme. Da haben wir doch noch ein bisschen Eck. Wir haben eine Halbzeit jetzt gerade des Rennens. Also das Rennen wird nicht lange dauern, nicht mehr so lange. Also die Zeit ist ungefähr, die wir nochmal, die wir jetzt schon haben. Also beide Rennzeit. Ohne die. Das ist gut, ich kann mich jetzt gefettet werden. Ja, Ferrari hat natürlich ohne Superpower. Sorry, Sepp. Das lasse ich mir nicht mit mir machen. Ich lasse mich nicht auskontern. Wir haben tatsächlich wieder ein Rennen, was wieder vorentschieden wurde. Dieses scheiß VSC. Wir waren schön weg. Wir waren 3,5 Sekunden vor dem Rest des Feldes. Wir waren gerade dran, uns wegzuarbeiten. Und in diesem scheiß, dieses blöde VSC. Wir haben natürlich Zeit verloren. Jetzt sind wir wieder ein bisschen Luft, haben wir wieder ein bisschen Luft geholt. Der Vettel wieder weg bis hin. Aber wie gesagt, es geht relativ schnell mal sehen, wer besser momentan. Also sind wir ja ein bisschen luftig. Ich darf jetzt natürlich das Fettgemisch nicht holen. Wir können nämlich gleich, da können wir nämlich nach dem Rennen mal durchrechnen, wie viele Punkte ihn bräuchte in Abu Dhabi. Wenn wir jetzt hier durch haben. Wir müssen, wie gesagt, Minimum 44 dann Vorsprung haben vor Abu Dhabi. Warte mal, nein. Ich muss es dann ausrechnen. Wir müssen es auf 44 dann hochrechnen, so rum ist es. Eigentlich richtig, aber wie gesagt, schauen wir mal. Max müsste nur auf 5 oder 6 liegen. 3, 1, 2, 3, 5 liegt da. Momentan hinter einem Renault. Weil die Ferrari hat krass Power auf der langen Geraden. So, 2/3 des Rennens sind schon rum. Vettel will das Ding klar gewinnen, das wissen wir auch. Man soll das jetzt aber verdienen und nicht. Man wird nichts geschenkt bekommen, aber der wird wahrscheinlich jetzt gleich das Leichte haben. Ja, und fehlt ihm halt auch unter anderem halt, wie gesagt, 7 Punkte aus Baku, ne? Wohlgemerkt, wo er mich da wirklich in der ersten Kurve der letzten Runde kassiert hat, wo er eigentlich auf 1 lag, wo er nur Zweiter war. Diese paar Punkte, die fehlen auch jetzt am Ende in der Abrechnung, weil sonst wäre man nämlich vor diesem Rennen schon da mit 3 vor.
Das muss man ja auch mal bedenken. We're leading our teammate by 6.0 seconds. Ich wehr mich. Im Zweifel drücke ich dich heute ins Gras, das ist mir scheißegal. Habe ich den Vettel rausgehauen? Ne, fährt noch. Okay. Aber fällt weit zurück, das ist gut. Dann mache ich es im Zweifel so. Ist mir scheißegal, wie gesagt, das ist nochmal, das ist Karriere. Ich fahre noch nicht mal links, aber er hat mich wahrscheinlich immer kassiert, aber wir hätten ein schönes Duell gehabt. Aber ich will auch die Punkte mitnehmen. Ich will diesen kurzen Test, die Riesenchance auf den kurzen Test holen. So, Hamilton momentan vor Hülkenberg jetzt und dann Verstappen. Weil wenn der Hamilton, Verstappen sollte gerne an Hülkenberg vorbei. Dann hätten wir schon fast die 43 geholt. Da wären sie nämlich nur noch 40 vor. Nachdem die Ferrari holt. Hülkenberg hängt da hinten das Sainz irgendwo. So, 5 Runden haben wir noch. Okay, the gap behind is 2.3 seconds. Der Vettel arbeitet sich jetzt gleich an Hülkenberg und Dings vorbei. Oder Verstappen da vorbei. Ich hoffe, dass er es nicht schafft, aber er wird es wahrscheinlich auf der Geraden gleich schaffen. Our tire data is looking positive so far. We think there's plenty of life left in these for the moment. Es sind eh nur noch 3 Runden, 4 Runden. Jawohl, die beiden konnten sich ein bisschen Luft halten. Schaffen auf. Vettel. Ich hoffe, dass der Verstappen den Vettel noch packt. So, Runde 15 mittlerweile. Ja, wir sind schon in Runde 16 jetzt. 15 Runden durch, 16. Runde. There's 5 laps of fuel remaining. Hey, die brauchen wir ja nicht unbedingt, ne? Die 3-6 haben wir jetzt wieder vorne. Also wir haben jetzt relativ entspannten Vorsprung auf Lewis Hamilton. 16. Zeit natürlich werden wir jetzt nicht mehr fahren können. Definitiv nicht. Da sind die Reifen vielleicht so runter. Aber das soll mir herzlich egal sein. Ich musste 2 Runden früher wechseln, weil ich habe diese Chance genutzt. Also eigentlich haben wir noch keinen Vertrag für die Saison. Keinen offiziellen zumindest. Wir diesen Titel haben auf jeden Fall, diesen kurzen Testtitel. Im Idealfall haben wir beide Titel holen diese Saison, nächste Saison. Oh, Vettel holt sich die beste Runde. Da werden wir auch nicht mehr rankommen, die wird er sich kassieren. Nächste Saison gibt es ja einen Punkt extra für die schnellste Rennrunde. Sein Vorteil ist, dass er DRS hat. So, wir sind jetzt gleich in Runde 18. Nicht jetzt.
Runde 17 ist abgeschlossen. Ich hoffe, dass es so bleibt. Es ist ideal für die Verstappen, sich mit dem Hülkenberg noch. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir müssen ja auch fast noch nicht noch eine Stelle vom Vettel hinterher bekommen. Geht jetzt gleich in die letzte Runde. Ziel ist nicht mehr zu fahren. Verstappen kann auch einen Hülkenberg gerade. Also wieder, wenn er ein bisschen DRS bekommt und sich wehren kann, dann versucht er, passiert er sich den Hülkenberg mit Dritter. Dann hätte man nämlich genug Punkte ordentlich runtergeholt. Geholt. 4-3 momentan die Führung. Also, ich würde mal 30 Sekunden vorstellen. Da schon wieder noch größer, also hält mir Hamilton gar nicht mehr nach. Momentan 12-5er-Zeiten, also da kommen wir gar nicht ran und die Runde ist auch durch. 6,7 momentan der Vorsprung auf Max. Komm, letzte Runde, liebe Leute. Komm, letzte Runde. Komm, Max, holst du den Hülkenberg oder verteidigst du gegen den Vettel? Erste sind nur 12 Punkte. Ich hoffe, dass er sich gegen den Vettel verteidigt bekommt. Das wäre super. Dann wären wir nämlich auf 1 und 4, dann hätten wir 25, dann haben wir richtig Punkte gemacht. Dann wird es auch eine neue Führung geben und dann hätten wir die Chance, das Ding zu verteidigen. Vettel fährt nochmal eine 1-11-1, also der fährt nochmal eine Bestzeit. Wait, ist das überhaupt der Vettel dahinter? Ist das nicht könnte auch Räikkönen sein hinter dem. Ich glaube, das ist Kimi. Vettel, für die gerade jetzt, dass die Runde schnell zur Runde fährt, fährt der da hinten irgendwo rum. Dann ist das nämlich Kimi Räikkönen hinter dem Internet. Dann klebt der Vettel da hinten irgendwo hinter meinem Haas. Soll mir aber herzlich egal sein, wir haben es geschafft. Awesome driving today. That's 4 race wins in a row. 4. Rennsieg in Folge. Sieg für das Team aus Milton Keynes also nach einer vortrefflichen... Yes! Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit, wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Also tatsächlich was... Das war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Yes! Ausgeschafft. Ich vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich entscheide mich für Pierre Gasly. Ja. Das Team hat einen großartigen Job geleistet, ihn im Feld anzuweisen. Vettel ist natürlich aber im Endeffekt muss der Fahrer aus diesen Gelegenheiten Kapital schlagen und das hat er mit viel Geschick getan. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Red Bull hat die Führung in der Rangliste übernommen. Das muss er nicht hochrechnen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. So, wir brauchen 20 Punkte. Wie auch immer. Wir brauchen 20 Punkte in Baku. Abu Dhabi. So ist es richtig. Und dann sind wir definitiv. Im Idealfall 21, dann ist kein Ferrari, so Strecken, wie sie wollen, auch mit einem Doppelsieg. Wir sind noch nicht mal zum Siegen gefahren. Verdammt, wir müssen es einfach nur hier auf die Reihe kriegen. Wie gesagt, selbst Platz 3 und Platz 6 oder so müsste reichen. 6 oder 7 müsste reichen. Um das Ding zuzumachen. Also, wie gesagt, im Idealfall holen wir in Baku 21, in Abu Dhabi 21 Punkte. Das ist die Aufgabe. Mercedes ist weg. Die haben jetzt einen Rückstand von 36 Punkten. Ne, auch nicht ganz. Also, sie würden zwar Zweiter noch werden können.
Aber wie auch immer, wir können in Abu Dhabi nächste Woche den Sack zumachen. Wir haben einen Riesenvorsprung von 23 Punkten, also theoretisch alles möglich. Alles möglich im letzten Rennen. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Ja, definitiv. Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Auf das heutige Ergebnis sind Sie sicher stolz, nicht wahr? Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Ja. Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt? Aber so rum. Klasse, das war dann alles. Das war's. Definitiv für Brasilien. Nächste Woche, wie gesagt, Abu Dhabi, nicht Baku. Ich hätte Runa da heute geholt. Schade, die hat er heute geholt, definitiv. Aber da konnten wir nichts machen. Er hat am Ende, glaube ich, nochmal die schnellsten Reifen gehabt, deswegen konnte er die Runde sitzen. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Nö, möchten wir nicht. Wir gehen nämlich ins nächste, oder zeigen wir den Vorschau, oder das nächste und letzte Wochenende. Abu Dhabi, wird sein. Nächste Woche Freitag geht's los zum letzten freien Training in dieser Saison. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.